Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Um die Folgen der Corona-Krise abzufedern, wollen Union und SPD weitere Milliardenhilfen auflegen. Der Koalitionsausschuss einigte sich auf ein Bündel von Maßnahmen, von dem Unternehmen, Gastronomie und Kultur ebenso profitieren sollen wie Geringverdiener und Familien. Geplant ist, die Unterstützung in Form von Bonuszahlungen, Zuschüssen oder Steuerentlastungen zu gewähren. Aus Opposition und Verbänden werden die Hilfen als unzureichend kritisiert. Fröhliches Winken heute zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Familien im Bürgerdialog. Die Themen sind ernst. Die Familien klagen über zu wenig Hilfe und über die Beschlüsse von gestern Abend, zum Beispiel den Kinderbonus. Davon kann ich nicht mal die Masken finanzieren für die nächsten Monate. Die Kanzlerin reagiert. Tut's mir natürlich auch weh, wenn ich ihr Unglück sehe. Das ist vollkommen klar. Um das Unglück zu reduzieren, haben sich SPD und CDU/CSU gestern Abend auf weitere finanzielle Hilfen geeinigt. Beim Kinderbonus hätte die SPD gerne noch mehr gezahlt, ist aber zufrieden. Wir haben uns mit denen beschäftigt, die jetzt am stärksten unter Druck sind. Das sind Familien, erst recht mit kleinem Einkommen. Konkret wurde beschlossen, Familien bekommen einmalig 150 Euro Bonus pro Kind, Empfänger der Grundsicherung ebenfalls einmalig 150 Euro. Der erleichterte Zugang wird verlängert. Aus Sicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ist das zu wenig. Für die, die wirklich unterhalb der Armutsgrenze sind, die von Hartz IV leben müssen, ist das wirklich ein Nichts praktisch. Neben Familien will die Koalition auch Unternehmen unterstützen. Das war vor allem der Union wichtig. So einigte man sich auch auf den sogenannten Verlustrücktrag, eine Steuererleichterung, die nun erweitert wird. Unternehmen können so Verluste aus dem Pandemiejahr mit Gewinnen der Vorjahre verrechnen. Und die Mehrwertsteuer für die Gastronomie bleibt weiterhin ermäßigt bis Ende 2022. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal auch für die Beschäftigten in der Branche, dass die Politik die Branche nicht im Stich lässt. Und das stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe. Eine weitere Milliarde Euro soll es zudem für Kulturschaffende geben. Mehr sei bei den Beschlüssen nicht drin gewesen, mit Blick auf den Haushalt. So wie das jetzt konzipiert ist, muss das auch finanzierbar sein. Und finanzierbar ist es, wenn die Wirtschaft wieder schnell an den Start geht, wenn wir wieder wachsen. Mehr Wirtschaftswachstum und die Menschen gut durch die Pandemie bekommen. Eine Hoffnung, die Union und SPD eint. In die Diskussion über Lockerungen von Corona-Beschränkungen für Menschen, die geimpft sind, hat sich jetzt der Ethikrat eingeschaltet. Das Expertengremium, das die Bundesregierung berät, empfiehlt, bei Rechten und Freiheiten keine Unterschiede zu Nichtgeimpften zu machen, aus Gründen der Gerechtigkeit. Und weil bisher nicht klar sei, inwieweit auch Geimpfte das Virus weiter verbreiten könnten. Endlich wieder feiern gehen, sich ins Nachtleben stürzen, unbeschwert mit Freunden draußen sitzen, wenn es wieder warm ist. Viele hoffen darauf, wenn man erst einmal geimpft ist. Doch der Deutsche Ethikrat hat sich vorerst dagegen ausgesprochen. Die staatlichen Freiheitseinschränkungen sollen nicht individuell für Geimpfte zurückgenommen werden, so die Empfehlung, sondern immer nur für alle Bürger, abhängig davon, ob das Impfprogramm Wirkung zeigt. Derzeit kommt eine individuelle Rücknahme staatlicher Freiheitsbeschränkungen für geimpfte Personen nicht in Betracht. Für den Ethikrat auch eine Frage der Gerechtigkeit. Wer sich noch nicht impfen lassen könne, werde es vermutlich als ungerecht empfinden, wenn schon Geimpfte sich nicht mehr an Maßnahmen halten müssten. Und medizinisch ergebe es auch keinen Sinn. Die Impfung schützt davor, schwer an Covid-19 zu erkranken. Sie schützt aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zuverlässig davor, sich zu infizieren und vor allem nicht davor, andere infizieren zu können. Auch Restaurants warten darauf, öffnen zu dürfen. Aus Sicht des Ethikrats haben die Betreiber dann das Recht zu entscheiden, ob sie alle Kunden hereinlassen oder nur geimpfte Gäste. Wenn zum Beispiel Restaurants wieder öffnen oder Konzerte wieder stattfinden dürfen, könnte ein Anbieter das vielleicht nur für geimpfte Kunden anbieten, um für sich zu werben und um das eigene Personal zu schützen. Anders als der Staat sind private Anbieter prinzipiell frei darin, mit wem sie einen Vertrag schließen. Nur für eine Personengruppe schlägt der Ethikrat ab sofort eine Ausnahme vor. Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Für sie sollen die besonders harten Kontaktbeschränkungen zurückgenommen werden, wenn sie geimpft sind.
Sollte es besondere Erleichterungen für Geimpfte geben? Die Diskussion darüber hat in den vergangenen Wochen Fahrt aufgenommen. Für den Ethikrat aber ist klar, Geimpfte sollen sich mit Ungeimpften solidarisch zeigen. Die Corona-Pandemie hat laut Weltgesundheitsorganisation große Auswirkungen auf Diagnose und Behandlung von Krebserkrankungen in Europa. Sie seien nicht weniger als katastrophal, so der Direktor des WHO-Regionalbüros Europa Kluge am heutigen Weltkrebstag. Die Zahl der Krebsdiagnosen sei teils deutlich gesunken. Verschobene Therapien dürften zum Teil schwerwiegende Folgen haben. Sie hatte das Gefühl, jemand reißt ihr den Boden unter den Füßen weg. Silvia Brüning lebt seit 6 Jahren mit Lymphdrüsenkrebs. OPs im Halsbereich, Chemo- und Stammzellentherapie schlagen an. Und dann sorgt Corona dafür, dass Therapien verschoben werden, dass psychische Betreuung ausbleibt. Und man braucht es wirklich. Also die Erkrankung ist schlimm genug, man ist völlig zerstört und auch wirklich schwach. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch und emotional. Mediziner beobachten zudem, dass Patienten aus Furcht vor Corona derzeit nicht in die Kliniken gehen. Sie erhalten ihre Diagnose verspätet und minimieren so ihre Überlebenschancen. Dann könnte es sein, dass wir eine Welle von erst später entdeckten Tumoren in nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder Ende dieses Jahres entdecken, die dann sehr viel schwerer zu behandeln sind. Jedes Jahr erkranken in Deutschland mehr als 500.000 Menschen neu an Krebs, Tendenz steigend. Und da sei es laut Deutscher Krebshilfe fatal, wenn sich deren Versorgung wegen Corona weiter verschlechtere. Operationen, aber auch die Nachsorge, psychosoziale Maßnahmen, all diese Dinge haben zum Teil sehr, sehr verzögert stattgefunden. Sehr erfolgreich war zuletzt die Krebsforschung, auch während Corona. Krebs lässt sich inzwischen effektiver behandeln, auch dank neuer Immuntherapien. Die Überlebensrate steigt. Umso wichtiger, sagt Silvia Brüning, Vorsorge und Früherkennung in der Pandemie nicht zu vernachlässigen. Im Zusammenhang mit der rechtsextremen Gruppe Freital wurden heute vor dem Oberlandesgericht Dresden weitere Urteile verkündet. Die Rädelsführer waren bereits vor 3 Jahren wegen Angriffen auf Asylbewerber und politisch Andersdenkende verurteilt worden. Nun ging es um 4 weitere Mitglieder und Unterstützer der Terrorgruppe. Einer der Angeklagten erhielt eine Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren wegen der Beteiligung an 2 Anschlägen im Jahr 2015. Die anderen wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt. US-Präsident Biden hat die Pläne für den Truppenabzug aus Deutschland auf Eis gelegt. Das Vorhaben werde noch einmal gründlich überprüft, hieß es aus dem Weißen Haus. Vorgänger Trump hatte angekündigt, etwa 12.000 US-Soldaten abzuziehen, weil Deutschland zu wenig zur NATO beitrage. Mehrere Bundesländer mit US-Stützpunkten begrüßen einen Abzugsstopp. Nach dem Militärputsch in Myanmar haben zivile Gruppen zu Protesten aufgerufen. In mehreren Städten gingen Menschen auf die Straße. Von mehreren Tausend in der Hauptstadt Naypyidaw ist die Rede. Das Militär sperrte Online-Netzwerke. Es hatte am Montag die de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgesetzt. Der UN-Sicherheitsrat forderte ihre Freilassung, verzichtete aber offenbar auf Druck von China und Russland auf eine klare Verurteilung des Putsches. Schluss mit der Diktatur, rufen Jugendliche auf den Straßen von Yangon. Und Ärzte und Krankenschwestern von Regierungskrankenhäusern treten in den Streik. Mit zivilem Ungehorsam reagieren Menschen auf den Militärputsch. Die Armee sperrt daraufhin Facebook, in Myanmar für viele Menschen die einzige Nachrichtenquelle. Ich bekomme keine Neuigkeiten mehr mit. Ich weiß auch nicht, wie es Mutter Aung San Suu Kyi geht. Das schnürt mir die Kehle zu. Ich würde gern richtig kämpfen, wenn das ginge. Aber das wäre wohl gegen ihren Wunsch. Myanmars bisherige de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi soll hier in ihrem Haus in Yangon unter Arrest stehen. Ihr droht eine Klage. Man habe bei ihr illegal importierte Funkgeräte gefunden. Das ist ja ein relativ geringes Vergehen. Aber sollte Suu Kyi verurteilt werden, hat das leider zur Folge, dass sie sich nicht zur Wahl stellen kann, wenn das Militär diese tatsächlich in 12 Monaten zulässt. In einer symbolischen Aktion halten ein Dutzend Abgeordnete ihrer Partei in der Hauptstadt Naypyidaw die konstituierende Parlamentssitzung ab.
Doch hier hat jetzt der mächtige Militärchef Lein das Sagen. Eigentlich wäre seine Amtszeit in wenigen Monaten vorbei gewesen. Nun ist er mächtiger denn je. Klatschen und Klopfen gegen die Diktatur. Seit dem Putsch zeigen in Yangon Menschen nun jeden Abend so ihren Protest. Viele fürchten, dass ihr Land nach 10 Jahren vorsichtiger Öffnung wieder in die dunklen Zeiten der Militärherrschaft zurückfällt. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat den ehemaligen Rebellenkommandanten Ong Wen aus Uganda in 61 Fällen schuldig gesprochen. Dabei ging es um Mord, Folter, Sexualgewalt und den Einsatz von Kindersoldaten. Es ist das erste Urteil gegen einen Führer der selbsternannten Widerstandsarmee Gottes. Die Miliz Lord's Resistance Army wurde 1987 im Norden Ugandas gegründet. Sie ging von Anfang an mit brutaler Gewalt gegen die Zivilbevölkerung vor. Mehrere 10.000 Menschen wurden getötet, Hunderttausende vertrieben. Sie werden die Gräueltaten nie vergessen. Verstümmelt, vergewaltigt, gefoltert, Opfer der selbsternannten Widerstandsarmee Gottes. Die Rebellen haben im Nordosten Ugandas fast 25 Jahre lang mehr als 60.000 Kindersoldaten eingesetzt. Schon Kinder unter 15 kämpften und töteten bei den Überfällen. Dafür mitverantwortlich Dominic Ong Wen, ein Kommandant der Lord's Resistance Army. Der Internationale Strafgerichtshof sprach ihn schuldig in 61 Fällen von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Noch nie gab es so viele Anklagepunkte gegen nur eine Person. Es war schwer, die Namen aller Opfer herauszufinden, aber sie haben das Recht, nicht vergessen zu werden. Sie müssen heute hier genannt werden. Ong Wen war selbst erst Opfer. Als Kindersoldat wurde er gefoltert und missbraucht, bevor er zum Täter wurde. Der Anführer der Rebellen, Joseph Kony, ist seit Jahren flüchtig. Fast jede Familie in Ugandas Norden hat unter der Miliz gelitten und das Urteil heute mit Spannung erwartet. Die Opfer konnten die Urteilsverkündung über Radio verfolgen. Sie sind sehr froh, dass Dominic Ong Wen schuldig gesprochen wurde. Und es war für sie eine große Genugtuung, dass der Richter auch die Namen der Opfer und ihre Leiden verlesen hat. Das genaue Strafmaß wird im April verkündet. Nach dem Schuldspruch in 61 Fällen muss Dominic Ong Wen mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. Der Prozess war in vielen Punkten ein Novum. So wurde zum ersten Mal der Tatbestand der Zwangsehe und der Zwangsschwangerschaft von einem Gericht anerkannt. Das Urteil ist damit wegweisend für die weitere internationale Rechtsprechung. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz Betzing hat den Umgang des Kölner Erzbistums mit dem Missbrauchsskandal kritisiert. Er bedauere die stockende Aufarbeitung, sagte er zum Auftakt eines 2-tägigen Online-Meetings zum sogenannten Synodalen Weg. Dabei diskutieren Laien mit Bischöfen über Themen wie Macht, Gewaltenteilung oder auch die Rolle der Frau in der Kirche. Die katholische Kirche modern. Bischof Betzing diskutiert mit Kirchenvertretern und Laien online darüber, wie die Kirche wieder attraktiver werden kann. Das große Thema, der Umgang mit Missbrauchsfällen. Wenn Verantwortliche in der Kirche im Leitungsamt, das sind Bischöfe und das sind andere, in der Bearbeitung des Missbrauchs kirchenrechtliche Fehler gemacht haben, dann müssen dafür die Konsequenzen getragen werden. Und im ungünstigsten Fall kann das auch einen Rücktritt bedeuten. Ein deutlicher Wink Richtung Erzbistum Köln. Kardinal Wölki hält seit Monaten ein Missbrauchsgutachten zurück. Es habe methodische Mängel. Lange hat Wölki geschwiegen. Auf der Online-Konferenz räumt er Fehler ein. Es tut mir wirklich leid, dass Betroffene wieder auch sozusagen dadurch, dass, was wir hier getan haben, auch einem neuen Leid ausgesetzt sind. Dennoch bleibt Wölki bei seiner Linie. Im März will er ein neues Gutachten vorstellen. Köln für viele ein Symbol dafür, wie groß der Reformbedarf ist. In Köln wird wie unter einem Brennglas deutlich, was das Problem der katholischen Kirche ist. Es gibt unkontrollierte Macht, es gibt keine Gewaltenteilung und es gibt Männerbünde. Und das ist das Problem, warum überhaupt dieser Missbrauch in dem Ausmaß entstehen konnte. Die Vertreter des synodalen Wegs wissen, ihr Erfolg wird auch daran gemessen, wie die Kirche ihre Missbrauchsfälle aufarbeitet. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 5. Februar.
Aus Südwesteuropa gelangt weiter sehr milde, aus dem Nordosten kalte Luft zu uns. Heute Nacht breitet sich von Südwesten her leichter Regen nordwärts aus. Im Norden und Nordosten kann es etwas schneien. Morgen ist es Richtung Ostsee und Alpen zum Teil sonnig, sonst meist bedeckt mit etwas Regen, von Niedersachsen bis nach Sachsen auch gefrierendem Regen oder Schnee. In der Nacht Tiefstwerte von 7 bis minus 7 Grad. Morgen im Nordosten leichter Frost, am Alpenrand 14 Grad. Am Samstag verschärfen sich die Temperaturgegensätze. Im Bereich der Luftmassengrenze fällt Schnee oder gefrierender Regen. Am Sonntag schneit es in der Nordhälfte zum Teil ergiebig bei starkem Ostwind, sonst gebietsweise Regen. Die neue Woche beginnt im Norden tiefwinterlich, im Süden mild. Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni in den Tagesthemen den aktuellen Deutschlandtrend. Keine Erleichterungen für Geimpfte, das finden 68% der Befragten richtig. Und mutierendes Virus, warum trotz sinkender Infektionszahlen die Sorge groß ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.